Und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Age of Empires 3. Es ist ein bisschen was her, aber anlässlich des neuen DLCs, was Ende Mai kommt, dachten wir uns, warum nicht nochmal zurück zu Age of Empires 3. Das DLC released Ende Mai am 26. und wir können euch hier schon mal eine Preview geben. Es heißt Knights of the Mediterranean, wie man hier rechts schon sieht, enthält unter anderem zwei neue Kulturen und noch ganz viel mehr. Und wir sind sehr gespannt, was das mit diesem Spiel hier irgendwie machen wird. Inwiefern diese Völker am Anfang vielleicht overpowered sind oder vielleicht auch nicht overpowered sind. Es ist natürlich alles hier noch vor Release, das heißt, es kann sich auch noch alles ein bisschen ändern. Direkt der Hinweis, wir geben euch hier keine Strategiehinweise oder ähnliches, sondern wollen einfach die neuen Civs mit euch gemeinsam mal kennenlernen. Genau, richtig. Wir spielen jetzt hier einfach mal unser tatsächliches, also in meinem Fall erstes Spiel mit den neuen Zivilisationen. Gucken wir uns das mal an. Hier im ersten Video werden wir uns mal mit den Italienern beschäftigen, haben da jetzt mal ein Deck zusammengeschustert mit den Karten, die wir irgendwie interessant und auffällig und besonders fanden, also in keinster Weise irgendwie kompetitiv sinnvoll, aber halt irgendwie anders als das, was man bisher so im Spiel hatte. Genau. Und damit können wir vielleicht irgendwie so die Besonderheiten der Zivilisation ein bisschen demonstrieren. Genau, ihr seht auch schon, wir spielen auf der Walachei oder Walachia, noch auf Englisch hier in dem Fall. Es gibt 30 neue Karten mit diesem DLC, europäische Karten, wie man sich jetzt vielleicht schon denken kann. Und die haben auch neue Indianerposten sozusagen. Und ansonsten können wir hier eigentlich schon bemerken, wir starten mit drei Dorfbewohnern und wir haben einen Architekten, mit dem wir kostenlos Gebäude bauen können. Kostenlos denkt man erstmal, so ganz kostenlos ist es nicht, man bezahlt mit Zeit. Die bauen sehr langsam. Genau. Ansonsten, ja, Java hat zwischendurch, glaube ich, schon mal eine Runde gespielt oder so, ne? Also du hast zumindest dir irgendwie mal einen leichten Überblick verschafft. Genau, ganz genau. Die Italiener, sieht man schon, starten nur mit drei Dorfbewohnern, haben aber als Fähigkeit, dass mit jeder Erforschung, die sie machen, sie einen weiteren Dorfbewohner bekommen. Eine ganz interessante Mechanik, meiner Meinung nach, die vielleicht auch am Anfang einen ganz guten Wirtschaftsboom ermöglichen könnte. Und man sieht schon, wie lange dieser Architekt hier oben für das Haus braucht, ist nicht feierlich. Man kann hier theoretisch dann auch Holz ausgeben, um das Haus oder das Gebäude zu Ende zu bauen. Also durchaus eine ganz interessante Mechanik. Hier eine neue Einheit, die kann man später aus der Heimatstadt auch noch verbessern. Ja, hier unten sieht man jetzt eine von den neuen, von diesen Miner-Civs, die auf den europäischen Karten verteilt sind. In dem Fall hier Houses of Parna. Da kann man normalen Handelsposten bauen und die arbeiten dann wie die normalen, wie die afrikanischen Stämme oder halt die Indianerstämme auf den amerikanischen Karten. Beziehungsweise die Kloster auf den asiatischen Karten. Ist eigentlich ganz cool, dass wir jetzt mal den Weg zurück nach Europa machen, finde ich. Ja, ich meine, es öffnet natürlich auch einen Riesenfass, weil also das, was halt in Europa zu dem Zeitpunkt, wo hier Age of Empires 3 so zeitlich spielt hat, passiert ist, ist halt natürlich auch sehr fundamental gewesen, sag ich mal. Ne? Also ich meine, die Zeit der Napoleonischen Kriege und das ist natürlich ein Riesenfass, was bei Age of Empires 3 bisher eigentlich im Großen und Ganzen ausgeklammert wurde. Also auf die Napoleonischen Kriege wird ja in Age of Empires 3 praktisch nicht eingegangen. Und das irgendwo halt natürlich auch ein Stückchen weit ganz bewusst, weil in dem Moment, wo man halt irgendwie so diese... Ja, dieses Kolonialsetting halt irgendwie schaffen will, ist das vielleicht auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn man dann halt eben so diese großen Schlachten des Napoleonischen Krieges irgendwie im selben Spiel dann versucht irgendwie zu repräsentieren. Das ist irgendwie in einem Spiel mit 200 Bevölkerung natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Deswegen, wie gesagt, die Entscheidung der Devs, zumindest bisher das auszuklammern, durchaus verständlich. Aber ja, wir bewegen uns jetzt halt nach Italien und genau. Beziehungsweise nach Europa und bin mal gespannt, ob das auch dazu führt, dass wir also auch in Zukunft ja, irgendwie so mehr auf die, also historisch auf den europäischen Schauplatz in der Zeit eingehen werden. Genau. Was ich ganz kurz anmerken möchte, weil hier gerade die Gattersäge durchläuft, wenn ihr mal auf den Siedler-Count achtet, der wird jetzt gleich um 1 hochgehen, weil wir in diesem Moment jetzt gleich einen neuen Siedler bekommen, wie geplant. Und du hast dir aus der Heimatstadt anscheinend die Karte schicken lassen, womit wir eine Lombard im Team bekommen. Das ist ein neues Gebäude von den Italienern. Wir gucken uns mal kurz die Heimatstadt an. Wie gesagt, das ist noch keine Deckempfehlung. Hier sind haufenweise Karten drin, die halt neuartig sind. Wir können zum Beispiel das nächste Age-Up schneller machen und zusätzliche Boni für die weiteren Politiker freischalten. Das hier ist das, was gerade der Kollege Deru entsandt hat, die Team Lombardi. Lombardei. Und was ich ganz cool finde, ist diese Karte hier. Marco Polo Voyages, also Erforschung. Und damit decken wir die ganze Karte im Team auf, was ich ganz cool finde. Die wird auch schnell gespawnt und ist in Teamgames dann vielleicht echt ganz praktisch. Bevor wir jetzt... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob
Ja, gut, also ich meine, ich will jetzt nicht großartig irgendwie anfangen, da zu spekulieren, aber also das klingt für mich ehrlicherweise schon erstmal sehr stark, also weil du ja natürlich damit halt auch alle Schätze halt spottest und Richtig. Und das ist halt ein weiterer Vorteil durch die Karte. Also die Schätze, die Schätze, die man bekommt, geben. Warte, nochmal. Doubles the resource rewards granted by treasures. Das wird dadurch verdoppelt. Und alles, was man und bisher gelootet hat, kriegt man nochmal. In meinem Fall waren das 45 Holz. ja, genau. Also ich finde das schon ziemlich krass, ob die Karte tatsächlich so weiter bestehen bleibt. Das muss man mal abwarten, weil also insbesondere so im kompetitiven Bereich ist natürlich so dieser RNG-Faktor, das wo finde ich Schätze und so, halt schon eigentlich nicht zu unterschätzen halt. Zugegeben, also die wirklich guten Spieler, die merken sich natürlich auch die Spawns auf den Karten so ein bisschen, also wo welche Schätze höchstwahrscheinlich anzutreffen sind, welche Schätze es überhaupt auf welcher Karte gibt und so weiter. Da sind wir Genau. natürlich meilenweit von entfernt, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr interessante Karte und da muss man mal gucken, ob die nicht vielleicht ein bisschen zu stark ist. Genau. Das ist, glaube ich, so eine Karte, entweder sie ist halt super stark und absolute Pflicht oder sie wird einfach nie gespielt werden. Aber ich glaube, dazwischen gibt es irgendwie nichts. Ich wollte einmal kurz auf die Age-Ups eingehen. Das sind die ganz normalen Politiker. Ich glaube, es gibt ein paar neue Politiker. Wir bekommen jetzt hier zum Beispiel mit dem Logistiker bei den Italienern einen Arsenalwagen und eine kostenlose Erforschung im Arsenal. Aber ansonsten kennt man das meiste davon. Ich gehe jetzt hier mal mit zwei Siedlern und einem Lombard-Wagon hoch. Zu den Lombards kommen wir gleich. Aber was ich zunächst mal einmal ansprechen wollte, oder wir beide ehrlicherweise, ist: Einige von euch haben sicherlich in letzter Zeit Age 3 auf dem Kanal vermisst. Wir haben dem Spiel vor ein paar Monaten so ziemlich den Rücken gekehrt. Und jetzt für das DLC hatten wir durchaus Interesse, hier nochmal reinzuschnuppern. Aber ihr braucht euch jetzt nicht erhoffen, dass wir in Zukunft wieder hier wöchentlich Age 3 hochladen. Und wir wollten euch einmal kurz erklären, woran das liegt. Genau, ich kann das Ganze ja vielleicht erstmal aus meiner Perspektive schildern. Ich mache im Moment einen zugegeben zweiten Masterstudiengang in England, der unglaublich zeitintensiv ist und dementsprechend ich eigentlich halt relativ wenig Zeit habe, darüber hinaus irgendwas zum Beispiel für den Kanal zu tun. Wir finden hin und wieder die Zeit zusammen zu zocken, schon allein, weil wir einfach im Real Life natürlich auch gut befreundet sind und das ein Stück weit halt irgendwie so unsere soziale Aktivität ist. Aber es ist halt leider mit Age of Empires 3 so ein bisschen so, dass wir über die Jahre angefangen haben, selber uns irgendwie so einen kompetitiven Anspruch irgendwie an unsere eigene Performance in dem Spiel zu schaffen. Also wir haben halt einfach angefangen, irgendwie das Spiel ernsthaft zu spielen und dann uns auch verbessern zu wollen und waren dann entsprechend halt auch gefrustet, wenn es nicht gut lief. Wie gesagt, weil wir halt eben diesen Anspruch an uns selber halt irgendwie entwickelt haben. Und das ist in dem Moment, wo man einfach halt aufhört, das Spiel regelmäßig zu spielen, absolut fatal. Weil es führt halt dazu, dass man natürlich nur noch gefrustet ist, weil man einfach natürlich, wenn man 2, 3 Wochen sehr unregelmäßig gespielt hat, auch einfach sehr, sehr schlecht spielt. Und deswegen ist das für uns einfach ein Spiel, wo wir merken, okay, gut, das ist entweder was, was man halt wirklich aktiv und mindestens ein-, zweimal die Woche spielen muss, oder etwas, was für uns einfach sehr viel Frust bringt und aber ansonsten leider recht wenig. Und wir wollen uns ehrlicherweise in der wenigen Zeit, die uns für den Kanal zur Verfügung steht, ungern frusten lassen. Und deswegen haben wir ein Stückchen weit Abstand genommen von Age 3, weil wir einfach gemerkt haben, okay, gut, wir haben nicht die Zeit, das Spiel in dem Umfang zu spielen, wie es irgendwie unser eigener Anspruch an uns und das Spiel halt erwarten würde. Und auf der anderen Seite, ja, ist es aber auch zu frustig, es einfach so ein bisschen nebenher zu spielen. Ganz genau. Und Ein anderer, deswegen, ja? ja. Ein anderer Dazu. Punkt. Sehr Ja, warte gut. nur. Ein anderer Punkt war auch, dass wir generell halt auch das Gefühl hatten, dass unser Kanal in den letzten Jahren halt sehr, sehr einseitig geworden ist. Und da musste halt irgendwie auch mal ein Schritt rausgemacht werden. Mit Age 4 hatten wir sehr viel Hoffnung, aber das Spiel hat uns leider unterm Strich dann doch enttäuscht. Wir haben es kaum gespielt, dann noch ein bisschen gecastet, aber irgendwie, ja, das ist ein anderes Thema, das können wir an anderer Stelle mal ausarbeiten, was unsere Gedanken zu Age Vampires 4 sind. Aber insofern, es wird wahrscheinlich, also es wird bestimmt irgendwann noch weiter Age 3 Content geben, irgendwann mal, aber wir planen im Moment nicht fest, wann. Und das nur vorneweg. Hinweis an euch, wenn ihr Bock auf Age 3 Content habt, insbesondere auch in Bezug auf das DLC, schaut auf jeden Fall mal auf unseren befreundeten Kanälen vorbei. Wir sind ja in der deutschsprachigen Community aktiv, da gibt es einige andere Leute, die Videos machen. Zuletzt haben auch insbesondere MFD und Feldherr Tobi angefangen, noch vermehrt Videos zu machen, auch im Rahmen der Liga zu casten und all diese Sachen. Schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Bock auf Age habt. Auf jeden Fall mal ein dickes Shoutout an der Stelle. Und natürlich Genau, alle richtig. anderen Die Leute, die ihr sonst so kennt. beiden sollten auch Pre-App, klar. Vorab, wollte er sagen, Zugang zum DLC erhalten haben und wenn ich das richtig verstanden habe, haben beide sich auch schon irgendwie sehr
vertieft irgendwie so in die Besonderheiten einzelner Völker. Insofern wird da von den beiden sicherlich in nächster Zeit, also jetzt über diese frühe Zugangsphase, viel Content von den beiden kommen zum Spiel und wahrscheinlich auch also deutlich qualifizierter als was wir hier beitragen können. Sicherlich beides deutlich bessere Spieler und wie gesagt, im Moment halt auch mit deutlich mehr Zeit für dieses Spiel ausgestattet. Ganz sicher, oder? So. Ja, genau. Also insofern dicke Empfehlung, da mal vorbeizuschauen. Kanäle werden wir euch in der Videobeschreibung verlinken. Genau. Und jetzt lass uns mal kurz nochmal... Die Qualität und bei uns das Entertainment oder so. Nee, keine Ahnung, whatever. Ja, zumindest nicht mehr in Bezug auf H3 jetzt, bis auf weitere Zeit. Lass uns nochmal kurz ein bisschen auf Italien eingehen. Wir haben ja schon Lombards gebaut. Das sind neue Gebäude, da können wir praktisch Ressourcen einzahlen, die dann über Zeit andere Ressourcen auszahlen. Und man sieht, das stackt auch. Das heißt, wir kriegen jetzt noch mehr Holz und wir kriegen Nahrung und wir kriegen Münzen über Zeit raus. Des Weiteren haben wir gerade hier unten ja einen Handelsposten gebaut, Houses of Pana, und können jetzt hier theoretisch eine griechische Revolution ausrufen. Das ist ein Big Button. Und wir haben natürlich hier wieder Zugriff auf besondere Einheiten und auch besondere Verbesserungen. Sehr ähnlich, wie man das von den anderen Posten kennt. Ich baue keine Karavelle, weil die kennen wir schon, aber wir können gleich mal einen Galeas bauen. Das ist eines der neuen Schiffe, die mit diesem DLC kommen. Ich glaube, exklusiv für die Italiener. Und wir schauen mal kurz in die Heimatstadt, weil so langsam wäre es vielleicht an der Zeit... Achso, wir sind in Zeitalter 2, never mind. Genau, wir können Tavernen schicken. Wir können uns mal einen Basilika-Wagen schicken. Ich spiele hier die ganze Zeit ein bisschen langsamer, weil ich irgendwie hier niemanden überfordern möchte. Zum Beispiel mit der Karte würden wir jetzt eine Lombard bekommen und wir können 700 Coin in unsere Lombards einzahlen. Als eine Karte, das ist halt schon relativ stark, weil es ja mehr als die 700 Ressourcen gibt. Aber man kriegt das halt erst über Zeit ausgezahlt. Genau, und ich möchte nicht zu viel gleichzeitig zeigen, deswegen wundert euch nicht, falls Dero hier gerade so ein bisschen an mir vorbeizieht, was alle Aspekte angeht. Du bist natürlich auch der bessere Spieler, aber... Habe ich irgendwas verpasst? Also erstens bin ich von den Punkten hinter ihm, das heißt, ich weiß nicht, wovon er spricht. Und zweitens, also habe ich natürlich auch keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, ja, ich merke nur, dass ich gerade halt alles idle die ganze Zeit und so, deswegen... So, da sind unsere Tavernenwagen, die können wir mal eben aufbauen. So, schauen wir uns einmal das... irgendwas mehr als eins von den Lombards zu haben? Gefühlt irgendwie nicht, oder? Naja, außer dass du halt in beide einzahlen kannst, glaube ich, ne? Ja gut, das mag sein, dann kann ich theoretisch wahrscheinlich unterschiedliche Ressourcen dann in jedes Lombard einzahlen. Aber ich habe jetzt halt drei Lombards hier stehen und ich frage mich so ein bisschen, wozu ich davon drei gebaut habe. Ja, sie zahlen halt dann schneller aus. Also du zahlst 300 ein und dadurch, dass du drei Stück hast, zahlen die dann jeweils 100 aus schneller. Das heißt, die Vermehrung oder die Verteilung der Ressourcen erfolgt halt schneller, wenn du mehr hast. Also die haben ein gemeinsames Deposit sozusagen. Die haben ein gemeinsames Deposit, aber jedes einzelne zahlt aus. Genau, okay, gut, richtig. Ja. Dadurch kannst du halt Ressourcen vervielfachen. Oder nicht vervielfachen, das stimmt so nicht. Du kannst sie halt sehr schnell konvertieren, 1:1. Und sogar ein bisschen, aber ich glaube, die 1... Nee, du... Ich zahle jetzt mal 300 Nahrung ein, so. Genau, dann generieren die beide Münzen und Holz und du hast halt ein Deposit, was geteilt ist. Naja, genau, also das Deposit habe ich jetzt bei allen, sind also gerade jetzt halt natürlich irgendwie jetzt noch 200 Nahrung, ist klar. Ich versuche nur gerade rauszufinden, also Münzen und Holz jeweils 1 pro Sekunde. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber würde das nicht bedeuten, dass ich dann halt 300, oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich damit 300 Nahrung in 300 Münzen und 300 Gold verwandle? Oder eben 150, 150? Ich glaube... Also ich meine, wenn du das mit Zinsen zurückkriegst, dann müsstest du das ja hart abusen können, weil dann brauchst du ja einfach nur 5 von den Dingern da hinstellen und dann kannst du die ganze Zeit immer hin und her tauschen. Ich glaube, du kriegst es nicht mit Zinsen zurück. Okay, also im Prinzip ein Marktplatztausch über Zeit ohne Verluste. Genau, so habe ich es zumindest verstanden, ja. Wir können uns mal kurz noch das neue Schiff anschauen. Das habe ich ja schon gebaut. Das hat insbesondere so einen Rundkanonenturm, der sehr, sehr fancy aussieht. Und also generell, das Schiff sieht sehr crazy aus, finde ich. Wir haben dafür auch eine Roundel-Attack, mit der wir halt das abfeuern können. Wir machen das mal gerade. Sieht ein bisschen... Weiß ich nicht, ein bisschen komisch aus von der Animation, aber ganz cool. Wir haben auch einen Rammenangriff, aber es beides hat einen gemeinsamen Cooldown. Ansonsten haben wir einen Splash-Damage auf der Roundel-Attack und auf der Ramme-Attacke, was, glaube ich, schon gar nicht so schlecht ist. Ich baue hier gerade nebenbei auch schon mal das erste Militär. Wir haben hier keine Überraschung im Stall, haben wir Husaren und Dragoner. Wir haben auch bei der Artillerie keine Überraschung, aber wir haben eine besondere... Pavisier-Einheit, was praktisch Armbrustschützen sind, die aber insbesondere auch
relativ starken Widerstand, glaube ich, haben und relativ hohe Hitpoints haben im Vergleich zum normalen Armbrustschützen. Die haben halt so ein fettes Schild vorne dran. Ja, die haben ein bisschen mehr Leben und 20% Fernkampfabwehr. Ja. Genau. Sind halt irgendwie auch ein bisschen teurer dadurch, also 5 teurer, kosten etwas mehr Holz als Nahrung. Genau. Außerdem haben wir unsere Basilika gebaut, das ist praktisch unsere Kirche, ein Riesentrümmer von einem Gebäude, was ich auch sehr schön gestaltet finde, muss ich mal sagen. Tatsächlich, ja. Genau. Okay, so langsam eideln mir hier alle Siedler durch die Gegend, aber das ist okay. Genau, wir haben ansonsten hier die Standard-Kirchenerforschung, aber was durchaus nicht ganz Standard ist, ist, dass wir hier unendlich auch Einheiten ausbilden können, theoretisch. Das sind praktisch Schiffsladungen, die man triggern kann. Und wir können auch empfangen. Und die Kirche generiert uns Erfahrungspunkte, aber das ist ja normal bei den Kirchen und Glaubensgebäuden, sage ich mal. Ja, ich habe mir ehrlicherweise die besonderen Weiterentwicklungen noch aus der Heimatstadt geholt, aber... Ja. Was kriege ich denn hier? Okay, gut. Hier kriege ich Revolutionäre für verlorene Siedler, Ausbildungslimit für Basiliken erhöht und Basilika-Bauzeit... Was? Wir dürfen mehr Basilikas bauen, aber dafür braucht es länger, sie zu bauen. Okay, ja. Verstehe. Okay, ja. Irgendwie aber nichts Krasses dabei. Also wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, wie bei den Holländern oder so, wo ja ehrlicherweise die Kirchen die verbesserte Kirche, so jetzt habe ich es, ja. Für die Banken schon relativ krass ist. Was ich ganz interessant finde, ist die eine Karte, die ich mir vorhin geschickt habe, um die Basilika zu bauen, sorgt dafür, dass die Lombards auch XP trickeln. Finde ich auch ganz interessant als Mechanik. Ja, die hatte ich auch gesehen. Das ist tatsächlich ganz spannend, das stimmt, ja. Genau, und die Tavernen, die generieren Münzen. Dadurch, dass ich jetzt halt 2 Stück habe, ich kann theoretisch auch noch mehr bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder habe ich gerade noch ein Baulimit von 2? Royal Embassy sind praktisch die Botschaften, wie man sich schon hätte denken können wahrscheinlich vom Namen her. Was ich auch interessant finde ist, also du hast ja Plänkler, die Skirmisher erst ab Level 4, sag ich schon, ab Zeitalter 4, also erst im Industriezeitalter werden die freigeschaltet. Genau, es gibt relativ viele Söldnerkarten, die habe ich mir zum Teil auch geholt, also es gibt beispielsweise auch eine Karte, um im zweiten schon Zugriff auf 9 Söldner zu bekommen, griechische Söldner. Ja. Macht ja irgendwie auch Sinn, dass die, okay, wir haben hier unten jetzt gerade, ach, du hast da schon ein paar Visiere als Veteran, okay. Ja, ich wollte dir da ein bisschen helfen kommen, das hat nur nicht so richtig gut geklappt, weil die waren dann doch ein bisschen schneller als ich. Ja, habe ich gemerkt, aber kein Problem. Aber ja, also, was haben wir bisher so an besonderen Mechaniken? Also wir haben die Lombards auf jeden Fall. So, jetzt muss ich aber doch mal gucken. Ich habe 3 Lombards hier stehen. Wenn ich jetzt also in jedem einen Trickle von einem pro Sekunde hätte, ne? Von jeder Ressource, dann kriege ich ja 6 Ressourcen pro Sekunde, in anderen Worten, ne? Ja. Soweit richtig, ne? Das heißt also, wenn ich jetzt also 300 Ressourcen da reinstecke und 6 Ressourcen pro Sekunde zurückkriege, dann müsste ich also jetzt nach Adam Riese nach 20 Sekunden, müsste ich 60, 120, nach 50 Sekunden müsste ich dann die 300 wieder gekriegt haben, oder? Ja, leuchtet mir ein. Gut, jetzt sind wir gerade bei 17 Minuten in das Video rein. Ich investiere jetzt mal 300... Ja, fuck, jetzt ist ausgerechnet gerade hier meine Schiffsladung angekommen. Aber ich habe jetzt gerade mal 300 Wut rein investiert. Und gucke mal, wann die weg sind, also wann die alle sind. Alles klar. Mach das. Ich bin jetzt... Das ist einfach ein komischer Test gewesen, aber vielleicht ist die Denkweise klar geworden. Egal. Genau, ich bin inzwischen auch im Festungszeitalter angekommen und kann hier mal einen Blick auf die Karten werfen, die wir haben. Wir haben zum einen die Möglichkeit, unsere Architekten zu verbessern, sodass sie schneller sich bewegen und insbesondere auch Gebäude 65% schneller bauen. Das ist dann schon ziemlich heftig, weil die zahlen ja kein Holz dafür. Und gerade jetzt ist so das Zeitalter, wenn man so, mal kann man mit denen, oh Gott, wo habe ich denn meinen Architekten stehen gelassen? Da, der sammelt gerade auch Holz. Der kann nur Holz sammeln oder Gebäude bauen, alright. Okay, er kann keine... Okay. Doch, er kann Dorfzentren bauen. Das ist dann natürlich schon ganz cool. Wenn man, ewig. Ja, aber wenn man die 65% schneller bauen kann, ist das natürlich schon nicht schlecht, weil man die dann kostenlos bauen kann. Ja. Genau, dann das Konvertieren von Ressourcen kann man für die Lombards verbessern. Die Roundel Attack... Wo? Als Karte. Es gibt eine Karte, sodass man das Konvertieren der Ressourcen verschnellern kann.
Achso, verschnellern, ja, okay. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, also es waren tatsächlich exakt 50 Sekunden, dann war das Holz weg, was ich reingesteckt habe. Das heißt also, nachdem, wie gesagt, halt der Trickle für Nahrung und für Nahrung und Gold halt jeweils 1 war, muss ich dementsprechend also exakt 300 Ressourcen, also 150 Holz, also 150 Nahrung und 150 Gold gekriegt haben. Ja. Ich meine, gerade so jetzt so die Phase, wo man jetzt anfängt, irgendwie so Sachen wie Plantagen zu bauen und so, da ist so ein Architekt dann natürlich schon praktisch, weil man die frühzeitig in Auftrag geben kann, schon mal bauen kann im Hintergrund, ohne dass man dafür die 600 Holz parat haben muss. Das ist natürlich schon... Das ist an sich richtig, dauert aber halt auch 5 Minuten. Genau, es dauert halt wirklich lange. Wenn man die Karte schickt, dann... Also 5 Minuten finde ich schon heftig. Ja, wenn man es 5 Minuten vorher weiß, ne, dann... aber klar, man kann nicht mal eben schnell eine Plantage hinbauen, wenn man sie akut braucht. Kurz weitergeguckt, genau, ich hatte vorhin ja auch den Arsenalwagen geschickt, der einen lustigen Nebeneffekt hat, und zwar, dass Häfen schneller arbeiten, wenn ein Arsenal in der Nähe steht. Und andere Militäreinheiten arbeiten auch etwas schneller. Finde ich durchaus eine interessante Karte. Man müsste sich halt mal im Detail anschauen, wie viel Auswirkungen das hat. Das steht leider bei der Karte im Moment noch nicht dabei. Wir können uns im dritten auch das milanesische Arsenal schicken lassen. Das schaltet die Verbesserungen, also die erweiterten Verbesserungen frei. Insbesondere auch wieder interessant für Italien, weil man jedes Mal einen Siedler bekommt, wie gesagt. Und es macht die Arsenaltechnologien aber auch günstiger. Das ist das, was es zum normalen, erweiterten oder verbesserten Arsenal unterscheidet. Dann haben wir hier die Möglichkeit, uns 1500 Deposit in Münzen in unsere Lombarden schicken zu lassen, die dann halt über Zeit konvertiert werden. 1500 Ressourcen natürlich an sich super viel, aber man kriegt sie auch nicht direkt. Und wir können das ist ja kein Münzshipment, sondern eine Nahrung und ein Holzshipment, ne? Genau, richtig. Also es gibt einem keine Münzen, sondern Nahrung und Holz, und auch das nur über Zeit, aber ansonsten sind 1500 Ressourcen natürlich schon stark. Und ich finde die Gondeln ganz lustig. Das sorgt dafür, dass wenn wir die Karte geschickt haben, wir auch jedes Mal, wenn wir eine Technologie machen, ein kostenloses Fischerboot bekommen. Und halt den kostenlosen Siedler, wie gehabt. Das finde ich eigentlich ganz lustig von der Idee oder von der Mechanik. Okay, irgendwie ist das mit dem, also für Geld fertigstellen, also für Baumaterial fertigstellen, ein bisschen buggy. Das habe ich gerade bei meinem Handelsposten versucht. Der hat dann einfach halt die Ressourcen geschluckt, aber das Gebäude nicht fertiggestellt. Oh, okay. Das sollte nicht der Fall sein. Ja, wie gesagt, das ist alles noch Pre-Release und Early Access. Oh wow, die Arsenalsverbesserungen sind aber um einiges günstiger geworden. Also die sind praktisch halb so teuer geworden. Das ist natürlich schon ganz cool. Ach, warte mal. Nee, stimmt nicht. Ich habe Blödsinn erzählt. Es ist einfach so, dass die... also in dem Moment wird das sozusagen in eine normale Baustelle konvertiert. Das heißt also, das Gebäude wird nicht instant fertiggestellt dadurch. Das heißt, du kriegst es nicht instant, sondern es muss dann halt von einem Siedler gebaut werden. Ah, okay, okay. Und dann wird es aber halt entsprechend schneller gebaut. Ja, das macht Sinn. Ich meine, sonst könntest du das ja abusen, um sozusagen Gebäude instant fertigzustellen, weißt du? Für den normalen Baupreis platzierst das Ding, bäm, fertig. Ne? Das wäre halt insbesondere irgendwie halt bei Dorfzentren oder so halt schon heftig. Genau, hier sieht man jetzt, dass wir jetzt halt auch jedes Mal Fischerboote bekommen. Ich glaube an den Heimatstadtpunkt, ja genau. Das ist halt ein bisschen suboptimal, weil das heißt, ich kann die, glaube ich, nicht autotasken, dass die sammeln sollen, wenn sie spawnen, sondern muss sie jedes Mal an Spawn setzen. Ich hoffe, dass man da vielleicht dann nochmal was einführt, dass man die Heimatstadt Boje auch auf einen Ressourcenpunkt setzen kann. Weil ansonsten, man sieht das schon hier, jedes Mal, wenn jetzt eine Technologie fertig wird, muss ich die Fischerboote an die entsprechende Ressourcenquelle stellen. Was ich mich noch frage, die Fabriken. Also ich habe nur eine im Deck gefunden auf jeden Fall. Hast du eine Möglichkeit gefunden, eine zweite ranzukommen? Ich habe auch nur eine gesehen. Okay. Und was wir bauen, sind hier, also in der Fabrik sind auch keine ganz normalen schweren Kanonen, sondern es sind päpstliche Bombarden. Genau, die ich euch noch nicht zeigen kann, weil ich bin gerade noch auf dem Weg ins Industriezeitalter. Ja, ich habe auch noch keine. Ich habe mir nur gerade die Fabrik geschickt und werde jetzt in der Fabrik halt einfach mal die Dinger herstellen, damit wir was zum Zeigen haben. Genau, ansonsten, wir haben halt noch eine besondere Einheit, die wir euch jetzt bisher nicht gezeigt haben. Hier die, um Himmels Willen, Alter, wie spricht man die denn jetzt wohl aus? Bersagliere? Ja, nee, du bist doch derjenige, der Italienisch in der Schule hatte. Ne, das ist 10 Jahre her. Und außerdem haben wir das Wort da nicht gelernt, das ist wahrscheinlich noch das größere Problem. Ja, aber vielleicht die Logik, wie man es aussprechen könnte. Also Bersagliere, ja, irgendwie sowas in die Richtung jedenfalls. Also die Plänkler jedenfalls, wunderbar. Bersagliere, wahrscheinlich, ja. Ist G stumm? Nee, glaube ich nicht. Im Italienischen sind die Gs nicht stumm, oder? Ja, du.
Alter, erst weiß es nicht, dann weiß es besser. Nein, ich glaube, G ist ein Stumm. Man sagt ja auch Tagliatelle und Genua. Nicht Tagliatelle. Ja, oder Genua. Das ist ja auch also die berühmte italienische Stadt Genua. Nein, das G vor einem L ist stumm. Wie gesagt, das heißt ja Tagliatelle und nicht Tagliatelle. So, die Fabrik lasse ich mir jetzt aber gut, auch mal schicken. Genau, hier die päpstlichen Bombarden. Dann sind's aber Bersagliere. Genau, die haben wir auf jeden Fall noch nicht gezeigt. Davon baue ich jetzt aber auch mal ein Batch. Pronto! Alla salto! Ach, die Sprachausgabe ist wieder schön, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Die sind echt fix, die laufen 5, also deutlich schneller als normale Plänkler. Wir haben hier also den nächsten Plänkler, der schneller ist als normale Plänkler. Und ach, die haben hier so einen komischen... Ja, richtig, die sind so ein bisschen wie die Griots von den Hausser, die tröten so einmal. Wo hast du die denn? Wo stehen die denn gerade von dir rum? Den in der Mitte von meiner Siedlung. Ah, ich sehe sie, ja. Die tröten so einmal mit einer Trompete, diesen Bugle Call. Und wenn sie einen Gegner töten, dann tröten sie einmal und betäuben damit dann die umliegenden oder die nächste. Hier steht einfach nur The Next. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt The Next heißt in dem Zusammenhang. Aber also sie betäuben dann jedenfalls halt also die nächsten Einheiten und erhöhen die Geschwindigkeit von Verbündeten im Umkreis. Ich laufe einfach mal mit meinen nach vorne und schaue mir das an. Das klingt ja alles soweit ganz lustig. Und Vor allem so, als ob das böse snowballen würde, weil vor denen kannst du ja dann einfach nicht mehr weglaufen. Weil erstens sind deine eigenen Einheiten dauer gestunt, wenn du halt immer mehr verlierst. Und zum anderen hast du noch das Problem, dass du... halt nicht wegkommst, weil die ja die Geschwindigkeit von umliegenden Einheiten auch noch erhöhen. Also, das mal am klingt Rande, irgendwie, wie gesagt, so nach einem krassen Snowball-Effekt. Ja, bitte. Wie lustig sind denn bitte diese Cargo-Schiffe, die hier oben am Rumschippern sind, jetzt an der Handelsroute? Die sehen ja mal mega witzig aus. Ja, die sind putzig, das stimmt. Die Pavisiere, die können wir aber auch nur zu Veteranen aufwerten. Also im Prinzip genauso wie bei dem... wie bei den anderen europäischen Völkern mit den Atlaschen Einheiten auch. Ich kille jetzt gerade mal ein paar Minutemen. Ja, okay, also ich habe jetzt den Buff bekommen. Die müssten, wie gesagt, theoretisch die Minutemen auch betäubt haben in dem Moment, wo das passiert ist, aber... Ne, das habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht gibt es eine Sondermechanik, dass es bei Minutemen nicht zündet oder so, weil die auch keine EP geben. Oder die müssen irgendwie in der Nähe sein, wenn er da trötet, oder... Ah, okay, warte, jetzt hat er getrötet. Ja, okay, doch, jetzt ist das gerade passiert. Lustig, ja. Klingt nach einer sehr abgedrehten Mechanik, wo man mal ein bisschen mit rumexperimentieren muss auf jeden Fall. Ja, nicht nur rumexperimentieren muss, also wie gesagt auch gucken muss, ob das stark ist, ob das schwach ist, also ne, das ist also... Richtig. Wie gesagt, hier, also Kollegen Feldherr Tobi und MFD, die haben irgendwie schon einige Ideen auch irgendwie dazu gehabt, irgendwie was hier in dem DLC wohl irgendwie halt stark sein könnte oder nicht, und also die werden sie euch sicherlich irgendwie auf ihren jeweiligen Kanälen auch präsentieren, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Genau, du hast jetzt hier auch schon deine erste Papal-Bombarde. Genau, das ist, glaube ich, das Interessante für die Lombards. Die Karte im vierten, Usury, was die die Eintauschrate verbessert in den Lombarden. Und zwar 0,8 Nahrung liefert jetzt eine Münze, 0,8 Holz liefert eine Münze. Und das ist die zweite Fabrik, okay. Genau. Also ab dem vierten triggerst du damit also sozusagen halt... Ja, okay, got it. Und deswegen zusätzlich, haben wir noch eine Fabrik. Ja. Und zusätzlich laufen oder sammeln die dann, glaube ich, auch passiv die ganze Zeit Münzen mit 0,25 oder so. Okay, ändert gut, den Ertrag von, entdeckt, aber... Ändert den Ertrag von automatisches Sammeln für Münzen um 25%. Nee, das automatische Sammeln für Münzen, das ist, das hast du auch vorher schon bei einer anderen Karte, zum Beispiel bei der aus dem dritten hier, also die fortgeschrittenen Lombards. Das heißt einfach nur, dass sie, also diese Conversion halt einfach schneller geht. Achso, okay, na gut, dann ist es das nicht. Ich warte jetzt gerade mal, bis die Karte ankommt, aber ja, ich denke mal, das ist die Karte, warum wir praktisch um eine Fabrik drumherum kommen. Man kann dann halt einfach die ganze Zeit in die Lombards einzahlen und sich davon... Und das halt auszahlen lassen. So, jetzt, ja, wir haben kein passives Einkommen, aber wenn ich jetzt hier 300 Gold investiere, dann bekommen wir ein Holz pro Sekunde und 1,5 Nahrung pro Sekunde raus und EP pro Sekunde, weil ich die Karte ja auch geschickt habe. Das ist dann natürlich ganz cool, weil mit Fabriken kann man ja kein XP sammeln, aber gerade im Late Game ist es ja relevant, dass man noch gut an XP kommt. Dann ist das möglicherweise interessant. Sind das Baulimit von Lombards? Wir können 5 Stück bauen. Ja, also ich meine, wenn das... Ich glaube, mit
Wobei, nee, das erhöht nicht das Baulimit hier, die Karte. Du kriegst nur noch eins. Okay, gut, hab nichts gesagt. Das andere ist, wir haben auch ein paar lustige neue Söldner. Ich habe mir gerade die, ja, wo sind sie denn jetzt abgeblieben? Ich habe mir gerade die Söldner weggeschickt. Ah, da stehen sie. Nein, tun sie nicht. Ah doch, hier stehen sie. Ich habe mir hier gerade die, die aufgesessene Infanterie schicken lassen. Das ist ganz lustig. Die stehen gerade im Prinzip auf dem Übergang, also hier in diesem flachen Gewässer, wo das Handelsschiff durchfährt. Ja. Das ist erstmal eine berittene Plänkler-Einheit. Ist ganz lustig, weil also haben halt irgendwie Reichweite und halt Bonus gegen Infanterie. Und ich kann die aber absitzen lassen. Wenn ich jetzt hier den Button bei denen betätige, dann schicken die ihre Pferde weg und dann habe ich plötzlich jetzt hier eine Plänkler-Einheit. Ah, spannend. Und das ist ganz lustig. Also ich nehme mal an, das dürfte wahrscheinlich dann, warte mal. Also sie haben jetzt ein ganz anderes Profil. Also jetzt ist es halt eine klassische Plänkler-Einheit mit Bonus gegen leichte Kavallerie und mit 19 Reichweite statt irgendwie vorher 12 und so. Hast du dir die jetzt schicken lassen oder hast du die aus den Söldnergebäuden gebaut? Nee, das war eine Heimatstadtladung. Also in den Tavernen kann man die nicht bauen, ne? Nee, richtig. Nee, die habe ich nur als Söldner-Shipment und jetzt kann ich sie halt wieder aufsitzen lassen. Jetzt haben sie halt deutlich mehr Trefferpunkte und dafür haben sie aber jetzt halt irgendwie wieder ein ganz anderes Angriffsprofil. Ich frage mich, ob man also die damit sozusagen heilen kann. Also dadurch, dass sich die Lebenspunkte ja komplett ändern. Kannst du ja mal ausprobieren, kannst du ja mal unter das Dorfzentrum laufen und gucken, was passiert. Ja, mach ich mal eben. Ich habe gerade auch noch mal, die Einheiten gebaut, die man in den Tavernen bauen kann. Ist ja so eine Mechanik, die wir auch, muss man ehrlich sein, nie genutzt haben. Also die Saloons bzw. Tanzlokale, Tavernen irgendwie zu bauen und da Söldner zu bauen. Weil die halt einfach so unfassbar viel Ressourcen kosten und man mit denen sehr vorsichtig spielen muss. Man sieht schon, dass die halt auch alle mehr Bevölkerung einnehmen. Das sind halt in der Regel sind Einheiten, auf die man sehr aufpassen muss. Und da drin sind wir nicht so gut. Das hast du schön zusammengefasst, aber ist natürlich absolut der Wahrheit entsprechend. Genau, ich guck gerade noch mal ins Deck, was ich vielleicht noch an Karten übersehen habe, die ich jetzt spannend finde. Wir können die Besaglieri können wir noch verbessern. Und zwar bekommen sie dann die Möglichkeit, Einheiten zu oder also sie kriegen Boni, um Einheiten zu countern, die ihnen sonst Schaden machen oder die sie sonst countern. Ich schicke die Karte mal. Wir können ja versuchen, darauf zu achten, wie sich die Stats verbessern. Du meinst, warte mal, die Alpini? Nee, ja, die genau. Usuri? Nee, nein, auch nicht. Nein, Alpini. Ach ja, hier, Usuri, das ist die Karte mit den Interest genau. Rates Improved in Lombards. Ah ja, genau, okay, richtig. Gut. Doch, dann habe ich es ja auch mitgenommen. Also eigentlich müssten wir nach allen Regeln der Logik gleich noch einen Multiplikator kriegen gegen was die countern. Also wahrscheinlich Artillerie oder andere Plänkler, würde ich mal vermuten. Gerade haben wir den Bonus gegen schwere Infanterie, leichte Fernkampfkavallerie. Jetzt mal schauen, was jetzt noch dazu kommt. Bam, 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 bam. Ja, das wäre ja sehr komisch, wenn man praktisch jetzt auch noch Multiplikatoren kriegt gegen die Einheiten, gegen die man eh schon gut ist. Okay, wir haben jetzt einfach mehr Reichweite bekommen, glaube ich. Ja, nee, da sehe ich jetzt nicht so direkt irgendwie. Also wir machen jetzt halt alle, also wir machen mehr Fernkampfschaden, nicht mehr Reichweite, so. Hm. Naja, okay. Vielleicht könnten wir ja gerade mal die Besaglieri nochmal eben halt uns anschauen. Also ich finde 26 Angriff auf Industrieniveau ist, glaube ich, relativ normal für Plänkler. Ich habe ehrlicherweise die ganzen Werte von Plänkler nicht mehr im Kopf. 20% Fernkampfresistenz ist halt wenig. Ja. Da haben andere deutlich mehr. Wenn man mal irgendwie so an, keine Ahnung, State Militia denkt oder so. 180 Lebenspunkte scheint mir recht viel für einen Plänkler zu sein. Ja, ich habe inzwischen sogar noch mehr, weil ich glaube, dass ich die... Also ich habe halt alle Arsenalsverbesserungen da drauf. Ich weiß nicht, da fehlt dir vielleicht noch was. Ja, sicher. Counter Infantry Rifling. Ja, die paar Visiere, die sind übrigens ziemlich krass von den Lebenspunkten. Also dafür, dass das nur ZR3 Plänkler sind, halt irgendwie mit 162 ja. Lebenspunkten, das ist schon beachtlich, würde ich sagen. Nein. Und die Besaliere sind halt schnell. Das heißt also, ja. Ich nehme einfach mal an, dass sie, wie gesagt, also halt eben so ein bisschen Stats halt eben durch ihre besonderen Mechaniken austauschen. Preislich 50-75, das heißt also, wir sind bei insgesamt 100 Hummern, ach Blödsinn, 125 Ressourcen für die Einheit. Ja.
Das ist, was kostet normaler Plänkler? 65,60 oder Ja, so? genau. Und die Also es ist im Prinzip dasselbe, halt nur anders aufgeteilt. Cazadores kosten 40,80. Die sind etwas teurer halt, ne? Aber gut, Gold ist natürlich günstiger als Nahrung sozusagen. Also kommt es aufs Ähnliche raus, preislich. Ja, warte mal, aber die hier kosten ja 125. Genau, sie sind teurer, aber wie gesagt, das sind halt auch 10 Münzen mehr als normale Plänkler. Ja, Ja, dadurch klar, sind sie aber. teurer, ja, natürlich, ja, sie sind teurer als normale Plänkler, ja. Also sind auf jeden Fall teurer, aber also, von der absoluten Ressourcenanzahl, das versuche ich gerade. Also waren, nee, normale Plänkler waren 65, 60, 50 einfach, ne? 65, 50 sind normale Plänkler. Ach Gott, ist das Ja, lange her. oder 50-65. Eins von beiden. Nein, 50, 65, das meine ich. Genau so. Also kosten 10 Münzen mehr als normale Plänkler. Jetzt haben wir es. Wunderbar. Ja, Also sind genau. teurer, haben tendenziell ein bisschen weniger Abwehr, relativ ähnliche Angriffsstärke und halt dafür aber ihre besonderen Mechaniken und sie sind halt wahnsinnig schnell. Feuergeschwindigkeit von 3, ist das normal für Plänkler? Jo. Ja, ne, genau. Das ist ja Musketiere eine haben ganz auch eine normale Feuerrate für 3. Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Ja, genau, das passt. Ja, ich habe gerade noch mal die Einheiten gebaut oben aus der Taverne. Da haben wir die Haiduks. Das sind ja, was sind das? Die machen Bonusstrategie, also sind auch Plänkler im Endeffekt. Ich glaube, die standen auch schon im zweiten Zeitalter zur Verfügung. Kosten natürlich nur Münzen, weil Taverneneinheit. Die Kanuri-Wache sind berittene Reiter, 30% berittene Reiter, berittene Fernkämpfer mit 30% Fernangriff, das relativ stark ist, 7,25-fache Geschwindigkeit und auch einem relativ starken Fernangriff. Bosniaks sind tankige Nahkampfinfanteristen mit Fernkampfabwehr und haben einen Lanzenangriff mit Splash-Damage. Das sieht ganz Ich cool aus. weiß jetzt allerdings nicht, ob das an der Map liegt. Also ich meine, das ist ja im Prinzip auch eine Art Saloon und der Saloon, da Ja. sind die Söldner ja einem gewissen RNG unterworfen. Das heißt also, Stimmt. das sind ja alles europäische Söldner, wir spielen auf einer europäischen Karte, deswegen weiß ich nicht, ob das nicht unter Umständen was damit zu tun hat. Ja, stimmt, das kann gut sein. Genau, und Jäger gibt es auch. Ja, kann sein, dass die dann auch gar nicht exklusiv für Italien sind, sondern jetzt neue Einheiten sind, die halt auf den europäischen Karten so zur Verfügung stehen. Ja, also. Das mit den Lombards ist ganz geckisch, nur was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich nur 1500 von jeder Ressource einzahlen kann. Vielleicht habe ich irgendwo noch eine Verbesserung übersehen, dass ich noch mehr sozusagen einlagern kann, aber dadurch ist das halt schon auch eine gewisse Micromanagement-Kiste, weil also durch die 1500 Ressourcen lutschen die sich relativ schnell durch, wie du dir vorstellen kannst. Also mit allen Verbesserungen. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich relativ zügig. Also das wird halt, das ist halt auch wieder so eine Micromanagement-Kiste. Also ich glaube, wie gesagt, man kann damit halt eine zweite Fabrik sicherlich ausgleichen, klar. Also wenn man halt alle 5 Lombards hat, ich denke mal, da haben sich die Entwickler halt schon Gedanken drüber gemacht, so, Ja, also ich glaube, das ist dass schon das nicht halt zu hinkommt. unterschätzen, was die an Ressourcenbonus halt geben. Es ist aber im Gegensatz zu Fabriken halt einfach nicht narrensicher. Du kannst dich nicht einfach hinstellen und sagen, jo, okay, gut, passt schon. Nee. Sondern du musst halt aktiv darauf achten, dass halt deine Leute halt keinen Blödsinn machen. Ganz genau. Deine Leute kennen Blödsinn, deine Lombards kennen Blödsinn, meine, beziehungsweise eben halt gar nichts machen. Weil man sieht das nach 3 Minuten oder so. Ich habe jetzt auch die Verbesserung aus dem dritten, dass die schneller verteilt werden. Ja. Nach 3, 4 Minuten sind halt die Ressourcen weg. Wir hatten 1500 pro Ressource eingezahlt und jetzt sind wir halt schon ziemlich weit hinten dran. Ja, genau. Also das ist schon relativ bemerkenswert, finde ich. Also da muss man halt, glaube ich, mit den Italienern halt also gutes Gespür für entwickeln, wann man halt irgendwie die Lombards wieder auffüllen muss. Weil, also, ich glaube, wie gesagt, das ist halt also tatsächlich halt das ist, was halt an Wirtschaftsleistung eben halt fehlt durch die eine Fabrik, was das eben ausgleichen soll. Und dementsprechend muss man da halt, glaube ich, schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Weil das ist ja kein Netterbonus obendrauf, sondern das ist ja also das, was alle anderen eben halt auch haben. Und um da darauf halt zu kommen, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr wert als das, was eine Fabrik produziert. Ja. Da muss man dann halt eben ein bisschen drauf achten. Genau. Was ich jetzt Ja. gerade noch geschickt habe, ist, dass ich schneller age, damit ich jetzt auch nochmal ins Imperialzeitalter komme, zumindest zum Ende des Videos. Ist sicherlich auch eine spannende Karte, weil wir hatten es vorhin gesehen, die Italiener haben standardmäßig kein Fast Age, um ins Festungszeitalter zu kommen. Aber sie können natürlich diese Karte schicken lassen, die wird auch schnell ausgeliefert und das Age-Up wird halt deutlich schneller erforscht. Man sieht, wir sind jetzt schon halb durch. Ich finde es übrigens sehr geckisch, dass sie den Turm von Pisa irgendwie in die Kathedrale halt ab Zeitalter 4 integriert haben. Oh, stimmt, ja. Was nur halt, also insofern hanebüchener Schwachsinn ist, als dass sich Kirchen in Italien traditionell dadurch auszeichnen, dass der Kirchturm von der eigentlichen Kirche, also dem Gebäude getrennt ist, physikalisch. Deswegen, ich Fortunare.
stehen, also Küchentürme in Italien stehen halt immer einzeln. Und hier ist er halt in das Gebäude eingebaut, was halt, wie gesagt, irgendwie relativ wenig Sinn ergibt. Aber egal. Hast du die Einheit gesehen? Leonardos Tank? Nein, ich bin damit gerade ins Imperialzeitalter gegangen. Ich fahre hier oben gerade rum. Ah, und die neuen Pings. Ach, lustig. Ja, das ist sehr unterhaltsam natürlich. Also das ist eine von den Erfindungen von Leonardo da Vinci. Der hat mehrere Entwürfe für Panzer gemacht, unter anderem eben dieses runde Ding hier. Das aber zu Leonardos Zeiten noch nicht nur in einer Dampfmaschine betrieben werden sollte, logischerweise. Ich meine, 4000 Lebenspunkte kann man halt schon mal machen und 75% Fernangriff. Das Ding ist halt wirklich, wirklich ein Tank. Wir haben auch 75 Bombardement-Angriff. Kannst du mal das irgendwie nachbauen? Ich glaube nicht. Also ich sehe bisher keine Möglichkeit dazu. Ich kann ja mal gerade noch mein Kapitol bauen. Ich hatte jetzt auch keine Karte in der Heimatstadt dafür gefunden. Vielleicht ist das wirklich so ein Ding, was man dann halt behalten muss. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, wie viel Bevölkerung das Ding einnimmt. Sieht man das, wenn man drüber hampert? Nee. Ich kann es ja gleich mal löschen am Ende. Ich finde die Beschreibung sehr unterhaltsam. Also, armored vehicle with cannons pointing in all directions. Let's have a ride on the merry-go-round. Ja, ich sehe mal nach vorne. Wir haben auch zwei Fähigkeiten drauf und es ist eine super lustige Soundausgabe mit dabei. Heliozentrische Attacke. Ist das eine, was wir machen können. Okay, aber also Movement von dem Ding ist auf jeden Fall die Hölle. Ja, wer hätte es gedacht? Wäre ja nicht runter. Age of Empires ohne grauenvolles Movement. Und die Tokata-Attacke. Boah, ich komme da nicht durch. Kannst du mal bitte deine Infanterie da wegziehen? Danke. So, ich fahre hier unten mal gerade runter. Guck mal, 26 Reichweite, 3 Belagerungs-Splash-Damage und 75 Schaden. Okay, also wir haben mehrere Läufe praktisch. Also das Ding feuert in, genau. Feuert in alle Richtungen. Das ist natürlich crazy. Das ist halt... Okay, das ist die heliozentrische Attacke. Das ist halt schon... Das Ding für sich ist auf jeden Fall schon ziemlich großartig, muss man einfach mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Da hat sich ein Entwickler sehr, sehr viel Spaß mitgemacht. Aber also ist auch hübsch. Kann man machen auf jeden Fall. Oh, die Papal-Bombarden, die haben noch eine Fähigkeit, dass sie Schaden absorbieren, wenn sie in der Nähe von Einheiten stehen. Das ist ja auch crazy. Mit 75% Fernkampfwiderstand ist das ja durchaus nicht zu unterschätzen, ne? Ja, also ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Also ob sie sozusagen Schaden auf sich ziehen, in anderen Worten. Also dass halt Schaden, der eigentlich halt andere betroffen hätte, dann halt die päpstlichen Bombarden trifft. Und du kannst halt noch durch diese eine Karte im vierten, durch das Papal Arsenal, also das päpstliche Arsenal, da kannst du noch das Holy Fire freischalten, also so eine aufgeladene Fähigkeit, dass die ein massives, hochentzündliches Geschoss abfeuern, das einen weiten Area of Effect Schaden hat. Sehr spannend. Ja, ich lösche mal gerade noch den Leonardo-Tank, auch wenn der natürlich super mimig ist. Ich will nur mal gucken, wie viel Bevölkerung der einnimmt. Nein. Okay, sie nimmt keine Bevölkerung ein. Also ich habe keine Bevölkerungsplätze frei bekommen, dadurch, dass ich das gerade abgerissen habe. Das ist natürlich dann recht krass, wenn man das Ding halt nimmt, um ins Fünfte zu gehen und dann einfach gut beschützt. Nein, aber man kann es nirgendwo nachbauen, so wie ich das sehe. Also in der Fabrik steht es nicht zur Verfügung. Genau, und im Kapitol auch nicht. Geschützgießerei auch nicht. Also anscheinend ist das so ein One-Time-Ding. Ist aber eine witzige Idee, gefällt mir. Für sowas, also sowas ist halt einfach immer schön, wenn Entwickler sich auch Gedanken drum machen, irgendwie neue Inhalte einzubauen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also zeigt halt einfach irgendwie, dass man sich ja so ein bisschen Gedanken dazu auch gemacht hat. Um da nochmal drauf einzugehen, also es ist nicht nur leider so, dass halt irgendwie allgemein wir momentan irgendwie wenig Zeit haben, um Aufnahmen zu machen, sondern also dieses DLC ist leider auch im Besonderen zu einem Zeitpunkt erschienen, wo wir beide leider halt irgendwie in dieser Woche, wo wir jetzt irgendwie Content dazu produzieren könnten, bis über beide Ohren verplant sind. Was ein bisschen dazu führt, dass wir halt also zusätzlich irgendwie nochmal hier zeitlich limitiert sind. Absolut. Das tut uns selber auch ein bisschen leid. Hätten sie mal 2 Wochen gewartet mit ihrem DLC, dann... Ja. Wir vielleicht auch ein bisschen mehr Battle Brothers Content dazu gekriegt, aber irgendwas kann man nichts machen. Irgendwas ist immer. Aber wir haben ja schon gesagt, es gibt andere Kanäle, die auch auf Deutsch Content zu dem DLC und Age of Empires 3 allgemein machen. Ich glaube, für einen ersten Einblick mit Italien wäre es das jetzt auch im Großen. Sollte das jetzt aber auch mal genügen, ja. Achso, ich kann noch mal kurz gucken, ob es noch weitere Schiffe gab, aber ich glaube, die anderen Schiffe kennen wir alle. Fregatten, Mörserschiffe, ja genau, nur diese Galeas ist neu. Und das Schlachtschiff natürlich. Statt den Galeas. Kann man die jetzt eigentlich bauen? Und Galeon. Ja, Schlachtschiff kann ich eins bauen, ja. Ach, lustig. Okay, gut, ja. Ich
Also das haben sie ja so peu à peu mit irgendwie ins Spiel hinzugefügt irgendwie und ja, siehst du mal, mittlerweile kann man es auch bauen. Genau. Ja, ansonsten lasst uns gerne mal wissen, wie euch das Ganze gefällt. Nochmal danke an alle, die irgendwie jetzt wieder eingeschaltet haben und sorry, falls wir euch jetzt wieder riesen Hoffnung gemacht haben, dass wieder H3 kommt und euch da vielleicht jetzt auch ein bisschen enttäuscht haben. Es wird sicherlich in der Zukunft irgendwann auch wieder H3 geben. Für den Moment tut es uns mal ganz gut, von Age of Empires ein bisschen Abstand zu bekommen und mal wieder was Neues einfach zu spielen und uns reinzuarbeiten. Wenn wir Und denn schon mal am Zocken sind, was halt leider auch selten genug vorkommt. ja, ganz genau. Und ja, aber wie gesagt, dieses DLC wollten wir euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Also das ist für uns auch ein Stückchen weit Ehrensache, da ein bisschen Werbung für zu machen, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass also in Bezug auf Age of Empires 3 die Entwickler, die das Spiel weiterhin pflegen und ausbauen, halt eigentlich einen super Job machen. Absolut. Und deswegen, wie gesagt, da halt ein bisschen Werbung auch durchaus angemessen ist. Und ja, genau, deswegen ist das für uns doch irgendwie Ehrensache, dafür halt auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen. Wie Java schon angesprochen hat, zu Age of Empires 4 werden wir auch nochmal irgendwann ab einem, an einem anderen gesonderten Punkt unserem Senf abgeben. Nur insofern, als dass es wichtig ist für den Kanal, kann man vielleicht noch sagen, dass wir Age of Empires 4 sicherlich auf absehbarer Zeit nicht mehr spielen werden, weil, wie Java ja schon gesagt hat, es also für uns ehrlicherweise so ein bisschen ja, als gescheitert angesehen werden muss. Und das war es dann Zumindest ehrlicherweise mit dem Kapitel irgendwie für den Moment zumindest, also von uns. gescheitert insofern, was für eine Erwartungshaltung da war. Also das Spiel ist ja nicht total scheiße, es ist auch nicht so, dass es keiner mehr spielt, aber das, was Age of Empires 4 hätte Ja, aber sein kaum einer, sollen. ne? Ja, aber also es sind noch Leute da, es gibt auch immer noch die deutsche Liga und so, das möchte ich alles nicht in Abrede stellen. Aber ganz klar ist halt das, was die Erwartungshaltung war an Age 4, ist, dass es halt das neue Hauptspiel des Franchises wird, was alle Leute spielen werden. Und das war es am Anfang und inzwischen ist es das aber halt leider nicht mehr so wirklich. Und naja, aber da an anderer Stelle nochmal mehr zu. Für den Moment mal wäre es das auf jeden Fall mit den Einsichten hier zu dem DLC. Wie gesagt, schaut euch den restlichen Content an, informiert euch, kauft euch das DLC. Nimmt an der Public Beta oder beim Public Update Preview am Pub-Event teil am 19. Da könnt ihr nämlich dann schon gegen die Sif spielen und ein paar von den neuen Modi sich anschauen. Und Maps und so. Übrigens, Java hat nicht ganz recht. Wir werden auf jeden Fall noch ein Vorstellungsvideo zu den Maltesern machen. Also es wird auf jeden Fall noch ein zweites Video jeweils, also zu dem zweiten Volk kommen. Das Absolut, vielleicht an ja. der Stelle noch. Genau, also Das das war es nur mit der klang gerade so Vorstellung. ein bisschen, genau, das klang gerade so ein bisschen so, als ob das der einzige Content zu diesem DLC von uns sein wird. Also nein, wie gesagt, hier könnte ich auf jeden Fall noch ein zweites Video freuen. Richtig, genau. Also die Malteser stellen wir euch auch noch vor. Aber das wäre es mit der Vorstellung von Italien. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Okay, ja, gut, wunderbar. Ich wollte das nur nochmal klargestellt haben. Sehr gut. Auch vollkommen richtig so. Ja, Alles dann klar. danke euch allen fürs Einschalten. Hoffe, ihr fandet dieses Video soweit interessant und unterhaltsam und freut euch auch so aufs DLC. Genau richtig. Man sieht und hört sich das nächste Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.